Schluss mit den Supernasen. Thomas Gottschalk und Mike Krüger beenden ihren gemeinsamen Podcast nach nur 1,5 Jahren, wegen mehreren Shitstorms. Seit dem Start im April 2023 erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge des Podcasts auf RTL Plus. Doch jetzt ist es aus. Thomas Gottschalk und Mike Krüger beenden ihren Podcast Die Supernasen zum Jahresende. Die letzten Folgen sollen am 17. und 31. Dezember erscheinen. Danach ist endgültig Schluss. Laut der Bild wollen die Moderatoren damit weiteren Shitstorms aus dem Weg gehen. Sie hätten genug davon, missverstanden und öffentlich kritisiert zu werden. Zuletzt geriet Gottschalk wegen einer fiesen Bemerkung über Maite Kellys Figur in die Schlagzeilen. Thomas Gottschalk ist für seine kontroversen Sprüche bekannt, doch sein jüngster Witz über Maite Kelly kam gar nicht gut an. Im Podcast scherzte er: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht." Es ging um seinen Besuch in Florian Silbereisens Show Adventsfest der 100.000 Lichter. Ein fieser Spruch über Kellys Körper, die für ihre kurvige Figur bekannt und dafür von Fans gefeiert wird. Die Kritik ließ also nicht lange auf sich warten. Gegenüber der Bild rechtfertigte sich nun der Entertainer: "Ich habe genug Gigs auf meine Kosten gemacht." Jetzt war Maite dran. Das weiß niemand besser als sie selbst, denn sie ist immerhin alt genug, schon mal das Sprichwort gehört zu haben: "Was sich liebt, das neckt sich." Doch das ist nicht die einzige Kritik an Thomas Gottschalk, auch sein Kommentar im Spiegel, dass er Frauen im Fernsehen rein dienstlich berührt habe, sorgte erst vor kurzem für viel Kritik. So wie auch sein neues Buch Ungefiltert, in dem der 74-Jährige ironisch und selbstkritisch die gesellschaftlichen Veränderungen und den Umgang mit verschiedenen Generationen reflektiert.